Hallo und herzlich willkommen zu deinem neuen Minecraft-Projekt Hexus zusammen mit Troll Dragon. Hallihallöchen! Ich wünsche euch vorab frohes Neues und wir joinen auf den Server in 3, 2, 1, go! Ja, von mir natürlich auch frohes Neues. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das auch alles so funktioniert. Da ist er. Guten Tag. Da bist du. Null Tode. Ja. Ändern wir jetzt, sehr, ne? Sehr, genau, das ändern wir. Ich muss gerade noch mal einfach drücken, das habe ich vergessen. Ist das blau oder das lila? Warte kurz. Das ist, glaube ich, lila, blau ist, glaube ich, weiter hinten. Weil wir sind ja, statt wir blau. Haben hier, wir sind jetzt im Projekt Hexus, sind hier aufgeteilt in Städten und wir beide sind Team Blau und ich würde sagen 3, 2, 1 und falsch, ich bin okay. Ja, ich bin hier auf dem Gebäude gespawnt. Ich gehe jetzt einmal runter. Wupp. Ah ja. Das sind unsere Städte, das ist unser Friedhof anscheinend. So, ich habe Hunger. Friedhof, ja, gut. Moment, jetzt gedacht. Falscher Knopf gedrückt. Nehmen wir jetzt wirklich genau dann auf, wenn die Sonne untergeht. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Vergiss nicht immer, was zu pflanzen. Okay, ich habe nicht gedacht, dass hier schon so viel ist. Ich sehe gar nicht. Wie, du siehst hier nichts. Hä, ich kann nicht pflanzen? Ja klar, du brauchst einen Hook. Oder Linksklick. Rechtsklick. Ah, ich brauche die Seeds. Ja, ja, du brauchst Seeds. Okay. Oh, hier ist ein Special Tier. Was ist für ein Tier? Ey, bei mir ist es extrem dunkel. Ich entschuldige mich dafür vorab, dass das so ein bisschen dunkler bei mir ist. Ja, bei mir auch. Könnte ich mal hier rein? Danke. Hier sind Benutzer. So, ich habe jetzt erstmal wieder das Gold. Ich glaube, okay, ich hole mir erstmal Werkzeug. Wenn wir hier... Alter, hier ist auch extrem... Ja, ich krieg gleich Fallschaden hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass hier so viel ist. An sich ist das Projekt nämlich so, wir wollen nämlich eine Stadt bauen und uns natürlich gegenseitig hier etwas bekriegen mit anderen YouTubern, deren Namen jetzt erstmal nicht genannt werden wollen, da ich mich nicht vorbereitet habe. Ich habe sie unten in der Beschreibung, werde ich dann auch mal Tom zu spielen, dass er die auch dann hat. Alter. Ja, das ist dann, wie komme ich denn hier wieder hoch? Ich weiß es auch nicht, Alter, ich komme verdammt schon wieder unter... Das ist kacke. Also, nee, ich kann jetzt halt nicht sagen, wer bei uns ist und... What the? Ich werde angegriffen! Hier ist doch nicht mal ein Wald. Also, ich wurde von irgendeiner Flammenkugel angegriffen. Mir fällt jetzt nicht spontan ein, wer hier irgendwie mitmacht. Ich gehe jetzt hier nach hier unten. Ich bin raus. Ich bin runtergeflogen. Ich bin auch raus. Ja, eigentlich dürfen nicht cutten, aber ich bin der Meinung, wir müssen jetzt cutten, weil... Ich bin auch der Meinung, weil es ist eindeutig Server, weil ich komme nicht mehr drauf. So, da sind wir wieder und wir joinen jetzt wieder neu auf den Server. So, gucken wir mal. Hallo, join, jetzt. Ja, gut, geht. Hat geklappt. Ach so, ich muss den Timer wieder einstellen. Weil wir haben eine, 15 Minuten dürfen wir pro Let's Play aufnehmen, beziehungsweise ihr. Ich darf ein bisschen mehr machen, weil ich auch... nicht so viele Let's Plays machen. Also es ist eigentlich täglich Let's Play Upload. Und also ich sehe schon Bäume. Aber ich sehe auch mega viele Spinnen und so. Und hier gibt es auch nirgends so ein Bett, ne? Ich guck gerade mal hier auf dem Berg weiter, ob hier irgendwas Interessantes ist. Ich würde hier gerne links irgendwie ein Bett finden, wo ich schlafen kann, weil das Problem hier ist. Adler? Hier links ist ein Wald! Ich weiß, das ist ein Wald, aber ich habe auch ganz viele Zombies hier und so. Das ist gerade nicht so. Da unten sind Kartoffeln, das ist auch schon mal gut. Erste Folge, wir erkunden erstmal das Dorf. Zombie. Alter, ich hab gleich Hunger, weil ich die ganze Zeit hier hoch und runter brenne. Nee, Hunger habe ich noch nicht. Ich hole mir erstmal. Was ist ein Creeper? Sah aus wie ein Creeper. Skeletor. So, ich nehme erstmal. Oh, ich wollte das nicht kaputt machen. Mach ich gleich neu. Hi. So, ich bin halt jetzt mal... Ja, komm, YOLO King. Wer schießt mich... Oh, scheiße, Alter, ich werde abgeschossen. Ja, deswegen habe ich mir überlegt, gehe ich einfach weiter. Die Sonne geht auf, Sonne geht auf. Oh, ey, du spawnst hier in der Nacht, das ist super schön, ohne Ausrüstung, ohne nix.
So, ich mache mir erstmal. Ach, ich habe ja nicht. Oh, ich kann ja nicht mal brennen. Dann muss ich Sojikartoffeln erstmal essen. Hier unten sind Schafe auf jeden Fall. Wir bringen auch so viel die Kartoffeln, wenn man so isst. Ah, fuck. Fuck. Alter, wie schnell verlierst du hier Leben? Ja! Das ist doch gerade so das Krasse da dran. Fuck, 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 fuck. Hier unten ist Kohle. Die Sonne geht auf. Ja, hier kommen Monster auf mich zu. Danke. Ich bin vergiftet! Alter, sind die Zombies hier richtig hart oder was? Was ist denn das? Ey, hat die Spinne dich gleich vergiftet? Es war keine Spinne da. Ich bin tot. Aufnahmesperre, ey, krass. Och man, Dom, bist schon gleich gestorben. Was hast du gemacht? Hier sind gar nichts. Ach, der Wald ist ver... Oh ne, hier sind auch noch... Ich war nicht im Wald, ich war auf Sand. Ich habe keine Ahnung. Ich guck mir das jetzt gleich nochmal an. Hier sind die ganze Zeit Monster. Ich komme hier gar nicht weiter, weil die ganze Zeit Monster hier sind. Gut, aber das war's von meinem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Disconnect und Tod war echt genial. Und jetzt fangen sie an zu brennen. Jetzt könnte ich weitermachen. Hier, mach mal einen Grabstein. Warte mal, ich muss selber gerade mich retten hier. Mich ach so. Läuft die ganze Zeit eine Spinne hinterher. Die fickt mich gerade. Ich bin auch gleich down. Jetzt ist sie weg. Oh, ich baue jetzt einfach das Villager-Dorf jetzt erstmal mir ein Schwert und so ab, weil ich kann nicht angreifen irgendwas. Es bringt mir ja nichts, das hier abzubauen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Spinne ist, weil ich... Die ist da unten, danke. Da unten ist sie. Oh, ich... Wir hätten mit mehr Leuten hier reingehen sollen. Ja. So. Ich baue hier alles erstmal ab hier. Ich pflanze das uns später nochmal nach. Weil du hast hier keine Chance, hier irgendwas zu machen ohne... Wie war das? 16 Stunden Aufnahmesperre oder ja, irgendwie sowas? Ja. Nee, Upload-Sperre. Ja, ich muss mal kurz gucken, weil ich baue jetzt erstmal hier, mir egal. Das Feld wird einfach jetzt erstmal so gemacht. Na gut, dann nutze ich diesen Part, um ein paar Regeln zu erklären, was ja auch nicht erstmal schlimm ist. Vielleicht blende ich hier noch irgendwas anderes ein. Ich habe ansichtlich noch hier von irgendwo was sicher. Geht. Ich gucke mal, ob ich das aufbekomme. Ja, oh, jetzt werde ich erstmal erschlagen. So, hier auf und dann gucken wir mal. Ich habe die hier extra gespeichert, die ganzen Regeln. Genau, Tom erklärt es euch die Regeln und ich versuche mich gerade mal ein bisschen hier zurechtzufinden. So, ich würde halt ganz gerne, dass das hier, kann ich das kopieren? Ja, das geht. Dann mache ich das gerade mal. Copy. Weil ich habe keinen Bock, dass irgendwie was bei mir im Internet... Jetzt muss ich erstmal das Essen hier. Textdokument. So. Ja, kannst du noch okay, das ist dezent sehr, sehr groß, aber man sollte es sollte funktionieren. Okay, die Regeln. Ja. Hier sind sie. Alle wichtigen Regeln sind auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die kann ich jetzt eigentlich gerade aussortieren. Man darf nur 5 Folgen voraus produzieren. Die kann ich schon mal streichen, die Regel, die ist uninteressant für euch. 50 Folgen sind verpflichtet, sind auch, ist auch interessant. Nicht cutten, bla bla bla. Keine OP-Äpfel im Krieg oder Kaffee. Krieg erst in der 15. Folge. Erster Krieg muss 2-1 oder Twitter oder WhatsApp angekündigt werden. Im Krieg darf man angreifen, wann man will. Hat eine Stadt den Krieg verloren, aufgegeben, muss diese Stadt eine gegnerische Anzahl an Loot... Ja, genau, das ist das super Deutsch von ihm. Also ja, muss... Wie auch immer. Abbauen in fremden Städten ist verboten. Baut man im Kampf etwas ab. Ernte muss dieser möglich im Kampf angebaut oder repariert werden. Was ist das denn? Was muss man diesen, wenn möglich, im Kampf... Da fehlen 2 Kommas, lieber Matze. Ist dies nicht möglich, muss man nach dem Kampf ja planen. Ich habe echt Angst, wenn man hier kommt, einen ja aus seiner Stadt tötet, muss man eine ganze... Ja, okay, das ist eine ganz normale Bestrafung. Oh. Oh. Alter! Boah. Bist du tot? Nein, Gott sei Dank nicht, aber ich hab was abgebaut und von oben kam der ganze Sand runter. Okay, wenn man im Krieg
Mach mal einmal den sauber wieder. Spieler aus anderen Städten tötet, darf man seine Sachen behalten? Ja, ja. Ist es nicht erlaubt, wenn... Und ich bin wieder vom Server runtergefallen. Okay, also, ich muss nochmal... Hallo, da bin ich jetzt wieder. Ich join jetzt mal wieder rauf. Gucken, ob dann ich... viel Spaß dir weiter. Ich wollte einfach nur schnell die Regeln weiter erklären. Jetzt kommt nämlich tatsächlich ein Regelwerk, wo ich mir selber nicht ganz sicher bin, da man sich da irgendwie selbst widerspricht. Und zwar steht hier, ist man am nächsten Tag, hat man am nächsten Tag eine Aufnahmesperre, 16 Stunden. Darunter steht jedoch... Mist. Warte, scheiße. Oh, fuck, Alter. Tot? Nein. Oh, der Sandhaufen ist runtergekommen. Ach so. Dahinter steht aber in Klammern, am nächsten Tag kein Video auf deinem Kanal kommen. Deswegen bin ich noch nicht ganz so sicher, was das jetzt heißt, ob ich jetzt nicht aufnehmen darf. Das wäre für mich nämlich ein viel härterer Schlag, weil es würde nämlich heißen, dass jetzt 8 Tage kein Videos kommen, weil ich die nächsten Tage nicht aufnehmen kann. Wenn das jetzt nur eine Upload-Sperre ist, dann wäre es jetzt nicht ganz so wild. Dann könnte ich wenigstens jetzt noch ein paar Videos danach aufnehmen. Also, so, Moment, ich muss mal einmal kurz hier sortieren. Ja. Karotte kann ich mal kurz gleich essen. Schwert kommt dahin. Das Buch brauche ich jetzt erstmal nicht. Die Axt, die Pickaxe kommt dahin. Das komme ich dahin. Potato kann ich eigentlich machen. Weil ich will jetzt erstmal einen Grabstein auch suchen, weil ich muss ihn unbedingt reinspawnen. Also, lass mich in Ruhe. Warum? Wo warst du genau? Wo bist du gestorben? Unten rechts, du gehst Richtung Wald und dann rechts um so eine kleine Bucht. Das sieht aus wie, keine Ahnung. Okay, Moment, weil ich suche jetzt nämlich erstmal einen Grabstein und hol die mir erstmal. Ja, ist nichts drin, also. Nee, drin ist, außer das ist jetzt was Wichtiges. Wo ist der denn? Also du gehst Richtung Wald. Ja, und bist beim Wald hast du rechts gesagt. Ja, du gehst dann im Wald rechts. Ach, im Wald. Gehst, ja, im Wald gehst du rechts und dann guckst du rechts auf diese Außending. Das ist so etwas verwinkelt, deswegen siehst du es nicht sofort. Dann kommen hier halt die Strikes dazu. Bei 3 Strikes ist man halt draußen. Du warst aber nicht aber, im Wasser, ne? Nee, im Wasser war ich nicht. Ich nehme erstmal kurz hier den Baum mit. Ich bin wirklich nicht im Wald gestorben, geil. Sondern an der Klippe. Aber du siehst es halt besser vom Wald aus. Warst du im Wald drin oder nicht? Nee, im Wald war ich nicht drin. Aber du siehst vom Wald, siehst du den Todespunkt besser, als wenn du oben auf dem Dings stehst, weil das ist wirklich so etwas verwinkelt. Okay, Moment. Dann haben wir hier noch die verbotenen Sachen, die wir nicht benutzen dürfen. Okay, das sollte eigentlich reichen. Alles andere, wenn ihr nicht mehr... Vom Wald sehe ich das besser. Ja. Speichern wir gerade, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Ah, ich habe den Tod gefunden, ich habe ihn gefunden. Da hinten ist ein Monster. So, ich baue deinen Grab jetzt ab hier. Friedhof, wo ist denn der Friedhof? Der Friedhof ist in der Mitte des Stadtes. Gut. Da gehe ich dann gleich hin. Ich hole mir nur mal ein bisschen noch Holz hier, weil es ist das, was ich gehofft habe, ist jetzt drauf. Weil wir können jetzt einfach unten abschlagen und dann können wir alles... Dann baust sich der ganze Baum hier ab. Ich pflanze auch gleich noch welche neue nach, weil dann ist es uns bescheuert, wenn ich dann jetzt alles wegnehme und der nächste hat dann nichts drauf. Das sieht man leider gar nicht. Meine Facecam ist bescheuert. Die hat gar keinen Fokus. Was soll denn der Mist? Wie ist eigentlich meine Zeit? Jetzt. Jetzt ist vorbei eigentlich? Nee, du hast, also hier in meinem Countdown ist 1:02 noch. Okay. Das heißt, danach sind aber erst 14 Minuten vergangen. Okay. Ja, ich mache nämlich 20 Minuten am besten, weil dann haben wir nämlich ein bisschen was schon geschafft. Ich baue jetzt gerade die Bäume wieder an hier. Bisschen. Oh, Marcel hat mir wahrscheinlich geschrieben. Vielleicht gibt es auch ein kleines, dass er vielleicht doch rein darf, weil er nur 5 Minuten online war auf den Server. Stopp, so. Ja, ich habe jetzt erstmal gefragt, ob überhaupt das, So, ich habe da eine neue Zeit eingestellt. Okay. Sag mir in 2 Minuten oder so vorher Bescheid. So. Reicht dir 1 Minute vorher? Ja. Oder 1 Minute. 1 Minute, 2 Minuten vorher, sag mir Bescheid, dann habe ich das alles. So, Eisen habe ich auch schon ein bisschen was gefunden. Dann habe ich da auch ein bisschen. Wir brauchen irgendwie ein Bett, ey. Ich brauche Schafe, aber irgendwie lädt sich auch meine Map nicht. Also ich habe keine Map, also richtig. Also sie ist schwarz bei mir.
Ich habe mal eine Frage. Wie sieht denn das aus? Wenn man tot ist, hat man dann eine Aufnahmesperre oder eine Upload-Sperre? Das kam jetzt in den Regelwerk nicht so rüber, weil ich bin jetzt tot. Und wenn ich jetzt nichts aufnehme, bin ich halt, habe ich jetzt halt für die nächsten 8 Tagen kein Part. Oder halt ein Part, der genau 5 Minuten lang geht. Kann ich dann jetzt noch einen aufnehmen und den halt dann 3 Tage nach dem ersten Part uploaden? Oder halt einen Tag nach oder 2 Tage nach dem ersten Part hochladen oder nicht? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. So Leute, ich entscheide einfach mal selber, wo die Mitte hier ist. Ich finde das hier eigentlich sehr schön hier oben, deshalb stelle ich einfach den Grabstein mal hier hin und Da gibt es einen schreibe. richtigen Friedhof, da steht Friedhof drauf. Okay. Ist ein Steinkessel mit Soul Stein. Alter, was ist denn meine Kamera gerade so rot? Das sieht ja aus, als wäre ich ein Puff. Es wird schon wieder dunkel. Weißt du was? Grab dich einfach ein. Ja, das überlege ich auch gerade. Dann muss ich in der nächsten Kam Folge. etwas. Muss ich in der nächsten Folge einfach dein. Ja, oh Scheiße, das ist alles mit Sand. Das ist auch richtig kacke hier. Ja, du musst dich unten eingraben. Ja, mache ich auch gerade. Die Frage ist, ob ich denn auch schnell auf. Dings da. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du vielleicht Lust hast, einfach 3 Minuten früher auszumachen, wie du willst. Kann ich Fackeln? Wie kann ich Fackeln machen? Kann ich Fackeln auch nur Unterschiedlich. mit. Kann ich das nur mit Kohle machen? Hört sich wahrscheinlich Nur mit bescheuert an. Holz. Wie bitte? Es geht tatsächlich nur mit Holz. Es geht auch mit Holz. Wenn du einen Baumstamm in Ja. einem Backofen, also wenn du zwei Baumstämme halt in einem Backofen tust, kommt daraus Kohle. Okay. Also heißt es hier kurz mal. Schön, Aber dass ihr dafür brauchst überhaupt du nichts so halt richtig Stein. sieht, aber ich muss das jetzt erstmal so machen. Habe ich mich eigentlich verabschiedet? Ich weiß es gar nicht. Ich mache jetzt Weißt kurz du? mal hier so alles hier frei. Ihr seht wahrscheinlich überhaupt nichts. Tut mir leid deshalb. Aber ich muss jetzt erstmal so das machen. Benni, habe ich mich eigentlich in diesem Part schon Ich verabschiedet? glaube nicht, aber kann sich bei mir verabschieden. Mann, ich bin irgendwie komplett hier gerade voll. Ich habe das Gefühl, das wird eine riesen Schneidarbeit, was ich hier mache. So, was hast du gesagt? Ich muss Baumstämme. Du baust einen Ofen, Ja, hab ich. tust einen Baumstamm oben hin und am besten irgendwas, was du nicht mehr brauchst, das Holz unten hin. Und dann wird dieser Baumstamm, also musst den Baumstamm braten. Okay. Das habe ich jetzt. Die kann ich auch verbraten. Alter, was geht denn hier ab? Hier ist ja ein Programm nach dem anderen. Ein Projekt. So, dann machen wir jetzt erstmal eine Fackel hier. Beziehungsweise 4 Stück. Und ich setze einen erstmal einen hier hin. So, weiter geht's. Also, ich habe echt ernsthaft jetzt erstmal nichts gefunden, so richtig. Mit, wo ich dann eben. Vielleicht habe ich auch Glück, ich finde ganz schnell Diamanten. Du Das wäre hast noch schön. 2 Minuten 40. Okay. Ich möchte auch nicht dagegen verstoßen gegen die Regeln. Also, diese Regeln sollen ja auch beachtet werden und so. Sonst macht das Projekt ja keinen Spaß, wenn man das einfach nicht beachtet. Deshalb. So. Gravel hier weg. Der eine oder andere fragt sich gerade, was mache ich hier? Ich weiß es selber gerade noch nicht so richtig. Ich baue einfach mich irgendwie querbeet runter. Ja, gleich kommt der Gravel ja eh alles runter. So, jetzt geht's hier weiter. Kohle, Kohle. Ganz wichtig, Kohle, 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 Kohle. Ich habe Kohle gefunden, das ist gut. Ja. Gleich so ein La so eine Höhle kommt dann und bam, runtergespawnt und weg. Also getötet und weg. Ja, Gravel ist runtergekommen. Es ist eine sehr chaotische Folge. Ich sag schon mal vorab, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir jetzt auch dieses Projekt gefällt, wir müssen uns wirklich bei Master bedanken, der hat das alles hier machbar gemacht mit seinem Server. Dann besucht ihn auch gerne mal. Wie gesagt, Links sind unten in der Beschreibung von den ganzen Teilnehmern. Gerne mal vorbeigucken, gerne mal auch ein Abo dalassen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann abonniere mich jetzt.
Auch wenn ich mal ab und zu mal ein bisschen tollpatschig hier bin. Ist eben mal so. Aber es ist einfach eine chaotische Folge. Und ich würde sagen, ich glaube, es ist jetzt auch vorbei mit dem Let's Play. Ich disconnecte jetzt. Und würde sagen, ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.